Glückspiraten Segeltalk, der Podcast für Genusssegler. Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord! Wieder in der Halle 10 und es war am letzten Tag, am Dienstag. Ja, als wären wir nur in der Halle 10 gewesen. Ja, wir waren gerne in der Halle 10. Halle 10 war schon gut. Immer wieder sind wir da durchgekreist. Ja. Es geht um die Boot 2020. Du hast den letzten Podcast und den vorletzten Podcast nämlich auch schon gehört. Und du hast gehört, wir waren auf der Boot in Düsseldorf. Das machen wir jedes Jahr so. Und das machen wir, um Leute zu treffen, um Gespräche zu führen, um Interviews zu führen. Nicht zuletzt auch natürlich für unseren Podcast, den Glückspiraten Segeltalk. Und ich kann mich erinnern, 2017, als wir mit dem Podcast angefangen haben, da habe ich mein Tonaufnahmerekordergerät genommen und bin einfach mal so relativ unbeholfen irgendwie auf die Hanseboot gefahren, damals noch in Hamburg. Und habe einfach mal versucht, Leuten mein Mikrofon ins Gesicht zu stecken und gucken, ob die antworten, wenn ich frage. Und der wirklich allererste persönliche Podcast-Gast im Glückspiraten-Segeltalk war Stefan Boden. Stefan Boden, damals am Stand von Bente. Und ja, mittlerweile haben uns sogar schon Anfragen erreicht, die angeregt haben, hier, sag mal, Stefan Boden, könntet ihr mal ins Interview nehmen. Ja, das mit dem im Hinterkopf sind wir so ein bisschen über die Boot geschlendert, nichts ahnen und plötzlich, wer steht vor uns? Halle 10, in Halle 10, ja. Stefan Boden. Ja, am Stand von der Firma von der Linden. Weil er für Torte noch ein paar kleine Sachen, Kleinigkeiten einkaufen wollte. Genau, sein neues Boot, Torte, was er gerade refittet, um damit in brandenburgischen Gewässern unterwegs zu sein. Ja, aber wir haben uns dann verabredet und uns im Pressecenter getroffen, hatten da eine ganz gemütliche Ecke mit so ein paar knautschigen Ledersesseln und einer Flasche Wasser. Ja. Ja, und ich war ganz begeistert davon, wie emotionsgeladen und blumig der Stefan erzählen kann. Also es war fantastisch. Also ja, ist ein ganz, ganz angenehmer Gesprächspartner, der echt eine Menge tolle Sachen zu erzählen hat, egal ob es jetzt ums Segeln geht, um sein neues Domizil in Brandenburg, was er mit seiner Frau und mit seinem neuen Hund belebt. Mit dem lieben Günni. Mit Günni, genau, und Anja. Ja. Also es war laut, leise, alles, man war hin und her gerissen und ich war auf alle Fälle hin und weg vom Stefan, ein toller Typ. Ja, weil ihr ja auch so eine Leidenschaft für dieses Land teilt. Ja, ich komme ja auch aus Potsdam und bin ganz viel im Land Brandenburg, bin unterwegs gewesen mit dem Boot. Bevor ich jetzt in der Nordsee segle. Also deswegen kann ich das sehr gut nachfühlen, was der liebe Stefan da jetzt in meinem alten Heimatrevier Tolles erlebt. Ja. Genau. Also viel Spaß. Viel Spaß beim Interview. Wir haben ein schönes Gespräch geführt mit Stefan Boden und viel Spaß beim Interview. Ja. Ja, ganz großer Glücksfall auf der Boot 2020. Wir stehen da am Stand rum und ich gucke in die Menge hinein und wer steht da? Stefan Boden. Und wir haben ja schon die Bitte entgegengebracht bekommen, wir sollen Stefan Boden auf jeden Fall mal ins Interview holen. Und jetzt sitzen wir hier im Pressecenter bei der Boot 2020 und hier ist der Stefan. Stefan, also falls es noch jemanden geben sollte, der dich möglicherweise nicht kennt, erzähl doch mal kurz ein bisschen was über dich. Ach Gott, kurz ist schwierig. Ich bin Stefan Boden. Ich war mal Digger Hamburg, dann bin ich nach Berlin gezogen. Also mein Boot hieß früher Digger Hamburg. Und dann bin ich von Hamburg nach Berlin gezogen, habe Digger verkauft und dann war ich nicht mehr Digger Hamburg und habe dann auch diesen Blog eingestellt, der damals so viel gelesen wurde. Und mache jetzt eigentlich Segelbücher. Ja. Früher mit Verlag, jetzt im Selbstverlag und
Ja, und diese Segelbücher, die waren jetzt auch für mich gerade eine große Hilfe für die Tarnplanung für unseren das ist schön, 2020. Ja. Und genau, da kommen eine ganze Menge guter Tipps raus für kleine verträumte Häfen. Ja. Ja, mich hat immer so ein bisschen gestört an diesem normalen Revierfunk. Ich habe mich wahnsinnig lange in meinem Leben mit Revieren beschäftigt. Ich bin durch Revierführer durchs Leben oder durch zum Segeln gekommen, weil ich mal irgendwann, ich habe früher so Filme gemacht und dann habe ich jemanden kennengelernt über einen Film, der war Musiker und hat ein Boot. Und dann hat er mich mitgenommen, dann gehörte mir ein halbes Jahr später das halbe Boot. Ich bin aber das erste Mal auf diesem Boot segeln, fand das total geil. Und dann hatte ich die Idee, dass wir Reiseführer für Segler drehen. Sind losgefahren, haben eine DVD gemacht. Dann kam Delius Glasing, hat gesagt, das ist eine super Idee, mach das doch für uns. Und dann sind wir, ich glaube, 5 Jahre rumgefahren und haben praktisch jeden Hafen der westlichen Ostsee gefilmt und besucht. Und dann habe ich halt diese kleine Variante gehabt, bin immer viel mit rumgefahren auf der Ostsee monatelang und dadurch, dass es so ein kleines Boot ist, hast du halt mehr Hafentage. Also bei 7 Windstärken fährst du halt nicht mehr raus. Und ich habe mich dann irgendwann, habe ich das auch sehr genossen, so mich mit den Häfen zu ein bisschen intensiver zu beschäftigen, Leute kennenzulernen, Geschichten zu erleben. Und jetzt mache ich noch für den ADAC sogenannter Hafeninspektor. Also ich fahre so jetzt bei mir im Hausgewehr rum und die haben so eine große Hafendatenbank und praktisch nehmen da die Häfen auf und wie viele Liegeplätze, wie viel Ampere Stromsicherung, wie der Hafenmeister heißt und ob da Strömung ist und sowas. Und das heißt, ich beschäftige mich schon immer sehr viel mit Revieren oder mit Turnzielen. Und mich haben an diesen klassischen Revierfunden immer gestört, dass da eigentlich immer nur so die Mainstream-Häfen drin sind. Und es ist auch immer so, weiß nicht, wie viel Wassertiefe und ob die Strom haben. Und Wasser und Strom und Wasser kriegst du mittlerweile überall. Also ich wüsste jetzt nicht wo. Und mein Gott, Wassertiefe kannst, hast du an der Karte. Und die Höhe des Kirchturms und der Stadt und der Erbauer des Kirchturms, das interessiert mich irgendwie nicht so. Ich finde die Schichten schöner. Ich habe dann mal so anhand von Geschichten so eine sogenannte Perlenreihe gemacht. Die Südseeperlen fingen an, die dänischen. Und ich kriege da echt super Feedback. Das ist echt toll, weil Leute, ich finde das auch so überwältigend, wenn ich Menschen treffe, die dann sagen, oh, wir haben jetzt irgendwie die ganze Tour abgesegelt und es war total toll. Und dann kriege ich immer Fotos aus Häfen. Ich habe so einen Hafen in einem Buch, Mommark, da kenne ich den Hafenmeister gut. Da kriegst du, wenn du da hingehst, ein Coupon im Buch und dann kriegst du irgendwie ein Freigetränk und einen Cocktail. Und dann hat mir mal einer in Berlin meinen Rollerschrauber, Frank, also er ist ein Segler, aber ich habe ihn wieder getroffen, weil mein Roller kaputt war. Und dann, ich kannte ihn von Messen und so, der war immer auf Vorträgen. Da sagte, oh, guck mal, ich habe ein Foto gemacht. Und ich hatte am Tag vorher auf Facebook, hat mir jemand ein Foto geschickt, wo ein Tisch ist mit Leuten, alle dieses Buch und alle dieses Getränk. Ich habe mich kennengelernt. Oh, du hast auch das Buch. Und alle haben diesen Mommark Meerschaum getrunken und dann meinte ich so, ich habe auch ein Foto. Ach, der Meerschaum, ja. Der Meerschaum. Und dann habe ich gesagt so, guck mal, ich habe auch ein Foto gekriegt über Facebook. Und der so, ach, weißt du, wer das gemacht hat? Nee, meine Frau. Ich sage, ihr wart auch da. Ja, ja. Und das ist toll. Ich finde das total schön, wenn Leute da Freude dran haben. Und ich finde das immer, ich bin immer ganz dankbar, dass Leute dafür Geld ausgeben. Und irgendwie dann 15,90 für so ein Buch ausgeben und dann kriegst du ja noch tolles Feedback und du merkst, dass die Spaß haben und das ist echt... Das ganz besondere Bonbon bei deinen Büchern ist ja, dass hinter jedem Hafen, hinter jeder Empfehlung, die du da gibst, ist noch ein Coupon dabei, den man sich abstempeln lassen kann. Ja, nicht jeder. Unter Umständen auch, weiß ich nicht, ein Eis bekommt oder eben so ein Meerschaum. Ja. Nicht jeder, das war in Mommark die Idee, weil ich Carsten gut kenne, der war sogar auf meiner Hochzeit, also der Hafenmeister von Mommark, ganz verrückter Kerl und... dann kam so die Idee, wenn die Leute zu dir kommen, ist mein absoluter Lieblingshafen, muss ich dazu sagen, dann kriegen sie so ein Getränk, da gibt es eine ganz tolle Geschichte zu dem Meeresschaum, die ist nicht ganz jugendfrei und dann hat er gesagt, das ist okay. Dann habe ich ein Buch über die Schlei gemacht, weil in der Schlei gibt es keinen richtigen Revierführer, also da gibt es halt, alle fahren im gleichen Häfen an, aber es gibt so viele Stege und Anlegemöglichkeiten, wo man ran kann. Da habe ich gesagt, ich kenne das da, weil ich da gelegen habe und ich schreibe mal alle wirklich auf und da gibt es eine sehr lustige Geschichte mit einem Mettbrötchen in Kappeln und dann mit Hackepeter und dann habe ich die Bäckerei angerufen, die damit involviert war und da kriegst du jetzt in Kappeln kriegst du jetzt ein Mettbrötchen mit Zwiebeln, wenn du das Buch vorlegst und daraus sind dann die Ostseeperlen entstanden und da habe ich jetzt in ganz vielen Häfen, habe ich Christiansöl, die habe ich angeschrieben, irgendwie diese Erbseninseln und habe gesagt, könnt ihr irgendwas machen, habt ihr Lust? Und dann, ja, ich renne über die Insel. Und dann kam der an mit, ja, du kriegst, ich dachte, du kriegst irgendwie, keine Ahnung, Freigetränk oder Strom und sonst oder einen Stempel oder sowas.
Da kriegst du in Christian, so kriegst du jetzt ein Freibier, kriegst eine kostenlose Inselführung, kannst du teilnehmen und hast Zugang auf beide Türme, kannst du drauf. Und in Tiberöen im Limfjord kriegst du irgendwie auch ein Freigetränk in der Fiskehalle und es ist echt toll, das macht echt total Laune und ich finde es dann schön, wenn Leute da wirklich Spaß mit haben. Und bei dem Buch habe ich gemacht, dass du hinter jedem Hafen, du musst aber echt praktisch von Bornholm bis Nordwestschweden hoch, ganz links im Limfjord, also Nordseeausgang und Richtung Usedom. Ja. Und wenn du dir da überall diese Stempel holst, dann schickst du mir dann Bonus und kriegst von mir eine Überraschung. Also zwei sogar. Ja. Ja. Dein Haftführer finde ich auch so sympathisch, dass du eben, genau, du schreibst eben nicht, Tankstelle 5 Sterne und Ausstattung 3 Sterne, sondern du schreibst Geschichten. Also du schreibst wirklich die Geschichten, die dir in diesen Häfen passiert sind, beschreibst die Häfen natürlich. Genau. Ja. Oder Geschichten, die sowieso da passiert sind, so auf Birkholm, ich weiß nicht, ob ihr die Insel kennt, so eine kleine Mini-Insel in der Südsee. Mhm. Da wurden, glaube ich, mittlerweile 5 Leute wieder, es waren mal 2 Brüder, die auch zusammen im Bett geschlafen haben. Auch eine ganz lustige Geschichte drumherum, aber da hat mal irgendein findiger Däne gedacht, er könnte EU-Gelder abzwacken, hat auch geklappt. Er hat echt Förderung gekriegt für eine Volkshochschule. Und es gibt nur keinen Dänen, der da auf Birkholm, auf, ich glaube 0,8 Quadratkilometer große Insel, eine Volkshochschule machen will. Da kommst du nur mit dem Postschiff hin. Und dann hat er das so gemacht, dass 11 Maasai-Krieger aus Tansania, das ist kein Witz, da gibt es super geile Bilder, wie die in Superbrüsten stehen, in diesem Supermarkt vor den Fischfilets und freuen sich in ihren traditionellen Kriegergewändern. Plus 15 Funktionären, die mitfahren, die waren echt einen Sommer auf der Insel und haben da Volkshochschule gemacht und der Typ hat irgendwie 30.000 dafür gekriegt und dann sind sie wieder nach Hause geflogen. Und sowas kriegst du halt nur mit, wenn du, und ich versuche mal die Leute zu animieren, bleib mal einen Tag da. Also guck dir das mal an. Ich habe so oft gesehen, dass Leute abends irgendwie nach Skaro kommen oder in eine andere tolle Insel. Dann legen die da an, gehen einmal zum Sanitärhaus, warten bis der Hafenmeister kommt, zahlen dann. Dann grillen sie mit ihrem Kopfgrill an Bord, gehen morgens nochmal das große Geschäft machen in Sanitäreinrichtung, waren vielleicht einmal einen Hafenrundgang und fallen wieder weg. Und beim Rausfahren sind sie sauer, weil das WLAN nicht funktioniert hat. Und dann denkst du so, ihr hättet 100 Meter gehen müssen und ihr wärt im scheiß Paradies. Ihr hättet das beste Eis von denen immer essen können. Und total nette Leute treffen können. Und ich sage immer so, lasst euch Zeit. Also ich meine, ist auch mal ganz schön, mal einen Hafentag zu machen auf einer tollen Insel und mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ja, das wäre ja auch schön, wenn Segeln einfach auch mit Zeit passieren würde, ne? Ja, das finde ich. Also ich mache lieber eine kleine Runde und dann mit Zeit als eine große Runde. Und Eine große Runde mit Zeit, auch nicht schlecht. Ostsee-Roulette. Noch schöner, ja. Ja klar. Ja, das war auch ein echt nettes Buch. 4 Monate nur in der dänischen Südsee ist schon echt geil. Ja. Das bietet sie auch wirklich, ne? Also das kann sie auch. Voll. Und wir haben früher, das ist wahrscheinlich, bin ich so ein bisschen allergisch auf Hetzen, weil wir haben für diese Revierführer hatten wir immer so, haben wir 2 Produktionen im Jahr gemacht. Das kannst du dir vorstellen, ganze schwedische Westküste und dann nochmal rund Seeland. Irgendwie alles auf Film brennen und dann haben wir pro DVD so 35 Häfen gemacht. Mhm. Dann hast du pro Hafen so, also hast du manchmal nicht mal einen Tag Zeit. Du musst natürlich, wenn du sagst, ich habe für Westschweden 4 Wochen und da musst du erstmal hinkommen und dann fängst du an und dann habe ich zum Teil 3-4 Häfen am Tag. Ja, das machst du aber nicht mit dem Boot, das machst du wahrscheinlich mit dem Auto, oder? Nein, mit dem Boot. Ja doch, ja, wirklich, sind die so nah beieinander. Dass durchgezogen da wie die Blöden. Morgens um 5 abgelegt und dann hat schon Stress. Ja, und das nervt. Und dann, ich wusste dann irgendwann gar nicht mehr, wo ich gewesen bin und wie das da überhaupt war. Also, ich hatte ihn beim Schneiden von dem Film gedacht, oh, es war ganz hübsch da. Also ich habe das echt dann vergessen. Und ich glaube, deshalb habe ich dann mal irgendwie so Genuss bekommen, irgendwie so mir Zeit zu lassen. Und ich habe das dieses Jahr ganz extrem gemacht. Ich bin irgendwann umgezogen nach Brandenburg. Und vor einem Jahr, Brandenburg an der Havel. Es ist eine Stadt, alle denken immer ins Bundesland Brandenburg, die fragen immer wo da. Ich so, Brandenburg an der Havel ist eine Stadt, 70.000 Einwohner. Und ich habe mit meiner Frau da irgendwie 3 Wochen mit so meinem neuen alten Jollenkreuzer gemacht. Und wir kannten das Revier da gar nicht. Und da sind wir erstmal ankern vor einer Insel da bei uns auf dem See, da sind überall Seen. Mhm. Brandenburg hat 3.000 Seen, da kannst du dich echt austoben. Das ist aber als Segelrevier noch nicht wirklich so in der breiten Masse angekommen, ne? Ja, viele Motorboote, viele Hausboote. Ja. Motorboote ist echt viel und es sind auch ständig, siehst du, Engländer durch die Stadt fahren, die dann über Binden da rumfahren und so. Segeln ist halt so ein typisches Jollenkreuzer-Revier. Ja.
macht auch keinen Sinn, also auch mit einer Mastlegevorrichtung machen 40 Fuß keinen Sinn, weil ich habe jetzt einen Freund von mir, hat ein Boot überführt nach Stettin im Sommer, ein neues Boot 35 Fuß mit Mastlegevorrichtung, der sagt, Mastlegen hat 5 Stunden gedauert mit Segelabschlag und sowas. Ja gut, das ist dann weniger lustig, ne? Ich brauche eine Minute mit stehendem Segel, ich ziehe einfach, dann fällt dann, kommt der Mast runter langsam, dann ziehe ich wieder an den Seil, dann geht er wieder hoch, nach vorne im Bolzen rein und du kannst eigentlich, kannst du durchsegeln, segelst aus die Brücke zu, nimmst den Mast runter, mit Restfahrt durch, stellst du wieder und segelst weiter. Dann macht es Sinn. Aber es ist total, also wenn man so eine Kiste hat, ist das echt super. Aber ich meine, da bin ich so entschuldigt, wir sind, ich glaube, nach 5 Tagen so rumgeeiert und dann sind wir in irgendeinen Hafen gekommen, ich kannte den nicht, Plaue. Und da hatte ich ein bisschen Motorprobleme, wollte ich es erst fixen und dann waren wir da 2-3 Tage und dann sind wir einfach einkaufen gegangen. Straßenüberquerer, sagt einer zu mir, guck mal, die Buslinie fährt doch zu uns auch nach Hause, ne? Nach 3 oder 4 Tagen, die vor 18 Minuten, also wir waren 6 Kilometer von unserem Heimatort entfernt, nach 4 Tagen. Und haben in den ganzen 3 Wochen insgesamt eine Strecke gemacht von, also ich habe sie jetzt nicht gelockt, aber wenn du jetzt direkt einen Kurs fährst, Hohenauen sind so, man rechnet ja immer Kilometer, ich sag mal Seemeilen, das sind Kilometer, ich glaube 65 Kilometer. Mhm. Ein Weg, das heißt, wir haben in 3 Wochen 120 Kilometer, sprich 60 Seemeilen gemacht. Das habe ich vorhin am Tag abgezogen, irgendwie lässig. Aber es ist nicht schlechter. Also, ja, ist pummelig. Ne? Und wenn du Bock hast, ich meine, du kannst ja auch mal einen Tag segeln. Dann segelst du halt irgendwie über die Seen, kannst du wieder zurücksegeln. Ist ja egal, du bist ja eh nur im Wasser. Und sage ich immer, auch wenn Leute dänische Südsee machen, die sagen, ja, da kann man ja nicht lange Urlaub machen, weil die Strecken sind so kurz. Du musst ja nicht zum nächsten Hafen. Du kannst auch einmal, wenn du rund Birkholm machst, hast du 35 Seemeilen. Das sind dann direkt, wenn du direkt einen Kurs machst, irgendwie, wenn du jetzt von, keine Ahnung, von Eroskilbe nach Marstall, sind es glaube ich 12. Kannst du auch rund Birkholm machen, das ist sehr anspruchsvoll, dann sind es 35. Hast einen geilen Segeltag. Ja. Und man muss ja nicht direkt Kurs nehmen. Also ist ja nicht notwendig. Du bist auf dem Wasser, dann hast du abends ein tolles Turnziel. Ja, so, ja, das haben wir jetzt schon ein paar Mal auf der Messe einfach schon festgestellt. Man muss ja auch nicht Seemeilen dreschen, man muss auch nicht weit wegfahren. Nee. Ne? Man kann einfach ablegen und gucken, wo es einen hintreibt und dann einfach wieder anlegen. Geil ist, von Mommark nach Frünshau sind es direkten Weg, sind 5 Seemeilen. Mhm. Kann man aber auch so machen, dass man einmal rumfährt um Aals, dann sind es glaube ich 40. Dann hast du echt Meilen gefressen, bist durch den Sund gefahren, durch den Fjord und hast die große Stadt gesehen, hast eine Klappbrücke gemacht und warst auf dem Flensburger Förde und fährst dann nach Mommark. Das ist total geil. Von allem so ein bisschen. Super, ne? Super geiler Tag, sowas zu machen. Oh. Ich muss ja nicht die 5 Seemeilen machen. Also rumdümpeln, ich liebe das. Mhm. Intern hat mir geschrieben, er nennt das Rumdiggern. Oh. Das sind noch Anleihen an Digger Hamburg früher. Ja. Den gibt es gar nicht mehr. Doch, das Boot gibt es noch, ist gerade verkauft worden letztes Jahr. Ich habe noch einmal von den neuen Eignern gehört, weil die nicht wussten, wie das Autoradio angeht. Gibt es da einen Trick? Ja. Ja, irgendwie hatte ich das selber gemacht und das kann ich nicht. Elektrik kann ich nicht. So Ampere ist für mich ein Rotwein. Aber ich wusste, wie es geht, aber die nicht. Und die sind jetzt leider zu alt geworden und haben sich dann trennen müssen und haben es dann verkauft. Aber zu den neuen habe ich keinen Kontakt mehr. Weil ich glaube ich noch in Stralsund. Ja, heißt der noch so? Der heißt noch Digger, ja. Ja. Ich kriege ab und zu mal Fotos. Ich habe dein Boot gesehen. Naja. Ja. Ja, Pläne für dieses Jahr? Segelpläne möglicherweise? Bist du ein bisschen mehr beschäftigt, außer Segeln auch noch? Ne? Ja, Pläne für dieses Jahr werden, also ich werde jetzt dieses Jahr, die Vendée werde ich nicht machen können, weil wir im Mai ein Kind erwarten. Ah, Mist, also dieses Jahr halt nicht, ne? Dieses Jahr dann doch nicht, obwohl der Jollenkreuzer fit für der wäre dafür, den refit ich gerade. Torte heißt er. Torte, ja. Nee, ich mache jetzt Torte erstmal. Wir haben uns ja nicht ohne Grund bei von der Linden getroffen, weil ich da nicht beraten lassen muss, wie viel Epoxy es ist. Doch mehr, als ich dachte. Weil das ganze Deck, das war ein bisschen weich an kleinen Stellen. Ich habe das dann alles weggeschnitten. Das Boot ist sehr luftig jetzt. Also da ist eine große Fläche raus und der Aufbau ist raus. Ein Sommerboot. Und den mache ich jetzt noch irgendwie fertig bis Mai. Und der Kleine, es wird ein Junge. Klar, mit dem machen wir dieses Jahr nichts Großes. Aber nächstes Jahr dann schon, weil wir haben die Elternzeit auf nächstes Jahr. Also wir werden dieses Jahr, ich meine, das ist super, das werden die Segeln oder sowas, das knallt man einmal mit seinem Motorboot vorbei. Aber wir haben da echt, nach 30 Minuten sind wir wirklich im Paradies da, wo die Adler über dich kreisen und du auch keinen Menschen mehr siehst und sowas.
Und das werden wir mit dem mal machen dieses Jahr, wenn der, also im August kann es ja immer gut rausgehen. Und nächstes Jahr wollen wir Elternzeit machen und dann überlegen wir mal, ob wir die Karre entweder nach Stettinhof fahren, das geht ja von da, entweder bis, glaube ich, 3 Tage bis in Stettin. Mhm. Oder kannst du nach Hamburg und dann durch den Nord-Ostsee-Kanal und wir haben dann 2 Monate Zeit oder eventuell noch länger, mal gucken. Und dann machen wir mal eine Kinder, kleine Hunde, ich habe einen neuen Hund, der alte ist leider, Holly ist leider nicht mehr. Und dann machen wir so eine Familientour. Ja. Ja, ist mal ganz neu, mit Kind segeln zu gehen. Aber alle mal so ein bisschen einnorden, ne? Ja, ich war, ich habe Günther, so heißt der neue Hund. Günther haben wir jetzt seit 1,5 Wochen, der war nach 4 Tagen schon an Bord. Torte steht in so einem Zelt, war tierisch windig. Ich habe gesagt, vielleicht ist es zu viel für den, aber nö, ich fand das irgendwie dufte, weil ich hatte auch viel Leckerlis mit und dann habe ich ins Cockpit gesetzt. Ja. Und der ist jetzt 8 Wochen oder 9 Wochen alt und dann ist er im Cockpit auf dem Kissen ist er eingepennt. Und das werde ich jetzt immer wieder machen, dass der sich daran gewöhnt. Und natürlich den Kleinen, den musst du auch irgendwie vielleicht dran gewöhnen. Ja, der wird dies Jahr auch, ich meine, wir gehen, das ist jetzt echt ein Traum. Ja. Als ich in Hamburg gewohnt habe, brauchte ich immer 2 Stunden bis zum Boot. Und jetzt wohne ich in Brandenburg und brauche 4 Minuten zu Fuß. Das ist echt super geil. Das ist auch, wenn man einen Refit macht, echt von Vorteil. Wenn man dann gerade mal nach Feierabend sagt, ich schlafe noch mal eine Stunde, weil ich dachte, okay, jetzt mal was. Früher bin ich irgendwie zu Digger hochgefahren, habe ein Loch zugespachtelt, habe gemerkt, es ist zu kalt. Und dann, wo so ein Kabel durchging, so ein kleines Mini-Loch. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt fahre ich wieder nach Hause und fahre nächstes Wochenende zum Lackieren. Mhm. Weil das kann ich heute nicht. Das trocknet einfach heute nicht. Und jetzt ist es super. Und der Hafen, wo wir liegen, ist auch da direkt auf dem Gelände. Und natürlich werden wir dieses Jahr mit dem Kleinen, ich muss mal aufpassen, dass ich bloß in den Namen verrate. Also Günther heißt er nicht, weil so das heißt das Kind. Ich bin gestern gefragt, warum der Hund Günther heißt. Und wie gesagt, weil dann ist der Name Günther schon mal lackiert, dann kann das Kind schon mal nicht Günther heißen. Und wir werden natürlich mit dem dieses Jahr mal auch schlafen und so. Ich weiß nicht, ob ich mich traue, aber ich habe so ein Ziel für den. Mir ist mal auf der Schlei ein Däne entgegengekommen mit so einer X. Die hatten echt Lage, die waren so hoch am Wind. Dann denke ich, was baumelt denn bei denen da im Achterstark rum? Da war das ein Maxi-Cosi. Hatten die echt hinten so mit Dynema ins Achterstark getüdelt. Nein. Und da war ein angegurtetes Baby drin. Da dachte ich, das will ich auch machen. Das ist echt total geil. Das war so lässig. Ja gut, das ist natürlich neigungs- und erschütterungsfrei, ne? Ja. Wenn du da so rumbaumelst. Ja, aber ich weiß nicht, wenn die sich dran gewöhnen, wenn die das okay finden. Ich glaube, das ist... Jetzt werden mich so Helikoptereltern schlagen, aber ich glaube, dass das... so von der Gewöhnungsphase nicht viel anders ist als mit Hunden. Also, man darf es halt nicht überziehen. Und ich kenne immer nur Kinder, die dann irgendwann nicht mehr Bock haben, mitzusegeln, wenn die morgens um 5 raus müssen, weil heute will Papi wieder Meilen fressen. Ja. Da haben die keinen Bock drauf. Da haben übrigens Hunde auch keinen Bock drauf. Also ich hab auch, und die Gefahr besteht bei mir nicht mehr. Also, ja. Ich habe noch ein Segelziel in meinem Leben, was eine längere Strecke ist. Ich habe ja eine lange Hamburger Geschichte und auch wenn ich in Brandenburg lebe, jetzt sage ich immer noch Moin. Und es gibt auf Costa Rica einen Hafen, der heißt Moin. Und da, das ist mein Traum, dass ich da mal hinsegel und da beim Hafenmeister Moin sage. Und der gar nicht weiß, was ich meine. Vielleicht nicht mit Torte, oder? Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Also wenn ich Torte dazu kriege, über den Atlantik zu segeln, dann mache ich echt ein geiles Refit, glaube ich. Dann ist das echt... Nee, aber ich bin vorletztes Jahr bin ich mit meinem alten Boot, der ETAP, und meinem alten Freund, dem Jochen, und meiner neuen Frau, ich war noch nie verheiratet, mit Anja, sind wir nach London gesegelt, bis zu St. Catherine's Docks heißt das, das ist direkt an der Tower Bridge. Das ist auch ein Titel vom Buch auch drauf. Ja, genau, 28 Fuß Boot über die Nordsee, hatten am ersten Tag Anjas erstes Mal auf der Nordsee. Haben wir gleich 49 Knoten Wind gehabt, das war echt super. 49 Knoten, ja. Wir sind dann umgedreht. Wir waren die Letzten, die umgedreht sind, aber wir sind umgedreht. Wir sind bei 3 Knoten ausgelaufen
hatten nach einer halben Stunde 35, nach einer Dreiviertelstunde 49, haben das eine Stunde mitgemacht, gegen an, ne? Das war echt super, das war so beschissen. Und irgendwann haben wir gesagt, du, die drehen alle um, das machen wir jetzt auch, sind umgedreht und als wir wieder in den Hafen einliefen, ging der Wind wieder runter, es waren wieder 3 Knoten. Also lag es wohl an euch, ne? Genau. Ja. Und dann hat mir, ich habe so ein Ernst-Riss-Jollenkreuzer, so ein 20er und da gab es ein paar Probleme und dann habe ich mit dem Sohn von dem Ernst Riss, nee, der heißt gar nicht, mein Gott, ich sage jetzt auch schon Ernst Riss, der heißt Manfred Ernst, also die Brüder heißen Ernst Risse. Ja, genau. Der hat 4.500 Riss von Ernst. Und mit dem Sohn von Herrn Ernst habe ich telefoniert und der hat mir viel über das Boot erzählt, über diese Form, wie formstabil er ist und deshalb ziehe ich die London-Geschichte, weil er meinte, mir ist gerade vor 2 Jahren ein Kumpel von mir, mit genau dem gleichen Boot, was Sie haben, meinte er, ist er bis nach London gesegelt. Da bist du in diese Marina da an der Tower Bridge. Und ich so, das würde ich nicht machen, glaube ich. Da hätte ich, glaube ich, also auch die Themse-Mündung, das war schon, also wir haben echt gute Bedingungen gehabt, aber nee, mit dem Jollenkreuzer, wenn du da mal Wind kriegst, also mit dem möchte ich bei 49 Knoten nicht unterwegs sein. Die ETA 28i ist das, die kann wahnsinnig viel Wind ab. Also da hatten wir schon auf der Ostsee auch irre viel und die zieht das durch. Die ist echt super stabil und robust und kann das, aber nee, das will ich Torte nicht zutrauen. Damit so ein Mast, den man legen kann. Ja, eben, ja. Die Wanden schlackern da immer an der Karre, damit du den irgendwo nicht legen kannst. Auf der Ostsee easy, glaube ich, mit so einem Ding. Auch nicht bei 8-9 würde ich das wahrscheinlich auch nicht machen, aber das kann er, das kann ich nicht. Also liegt ja eigentlich immer an einem selber. Wahrscheinlich kann man auch nach Costa Rica fahren mit dem Ding. Weil ja. Ich meine, Leute fahren mit dem Ölfass darüber, ne? Dann kann man das auch machen. Aber ja. Ich bin kein Extremsportler. Also, ja. Sonst würde ich Bergsteigen, da verdiene ich noch mehr Geld mit. Ja, genau. Aber sowas muss man sich ja auch nicht antun. Wenn man den Genuss beim Segeln sucht, dann ist das sicherlich kein großer Genuss. Ne? Ja. Mein Ziel ist immer das gleiche, seitdem ich mit Digger unterwegs war. Mein Ziel ist, dass ich nicht mehr weiß, welcher Wochentag ist. Und das ist super, ne? Wenn du überlegen musst, was für ein Tag ist heute. Ich habe mal die Geschichte, das ist jetzt ganz schlimm, wenn Leute meine Bücher gelesen haben, die kommt da ganz oft vor. Aber ich liebe diese Geschichte, weil ich bei der ersten Tour nach 4 Monaten irgendwie in Koshaun auf Abernacke ankam. Das ist so ein kleiner Steg, wo kaum jemand hinfährt. Und da waren nur Langzeitsegler. Und die erkennst du immer daran, dass die dreckige T-Shirts haben und Bärte und nicht mehr sprechen und langsam gehen. Und dann habe ich jemanden getroffen, der ihre Schleswig kannte und meinte so, na, Quatsch, wie lange bist du denn unterwegs? Jo, 8 Wochen und so. Und dann mussten wir wieder nach Hause und der so, ich weiß nicht, irgend so ein scheiß Samstag, ist auch nicht heute. Ich so, keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht. Und dann saßen wir abends zusammen dann mit mehreren Leuten, haben gegrillt und irgendwann kommt er vorbei und sagt so, habt ihr gehört? Und ich, nee, was denn? Da hinten sitzt einer in der Ecke, der erzählt, dass heute Mittwoch ist, angeblich. Ich glaube, da wusste es überhaupt keiner mehr. Und das haben wir dieses Jahr auch gehabt da auf der Havel. Also ich habe dann nicht geblockt und hatte irgendwie auf Facebook mal ein paar Tage aus und so. Dein Handy sagt dir ja immer das Datum. Aber da merkst du es dann, dass die Läden zu haben, dass etwas anders ist. Aber in Dänemark und in Skandinavien haben die mal auf. Deshalb weißt du das gar nicht mehr. Also ich finde, nach einer gewissen Zeit weiß es nicht mehr. Und schöner Zustand ist auch, finde ich, ich bin neben jemandem angelegt und dann saß ich da abends im Cockpit. Da meinte er so, da war ich einer unterwegs, das war 2000, ich weiß, das war bei diesem Ostsee-Roulette-Tour. Da meinte der so, du bist auch schon lange unterwegs. Ne? Ich so, ja, warum? Also, du bist neben mir angelegt. Und als du auf meiner Höhe warst, damit du dann alleine rumgetüdelt hast, habe ich so Moin zu dir gesagt. Und du hast überhaupt nicht geantwortet. Und dann hast du da weitergetüdelt und ziehst dich so weiter rein. Und dann bist du an mir vorbei. Und so sagt er, so eine Minute später höre ich von vorne so Moin. Ja, und so diese Antwortzeit habe ich jetzt ungefähr erreicht. Bisschen Delay. Ja. Und das ist echt cool. Das habe ich aber jetzt auch, muss man sagen. Ich habe ja immer in Großstädten gewohnt, in Hamburg und Berlin. Ja. Und bin so ein Schnell- und Vielsprecher. Und ich merke, dass ich jetzt da in Brandenburg, wird alles langsamer. Also man geht langsamer und gerade nach so einem Sommer, wenn du immer zum Brot gehst und man spricht langsamer und wird ruhiger und so, ist echt geil. Vielleicht liegt es auch im Alter, vielleicht werde ich aber auch. Aber Anja hat das auch, meinte die. Also gut, die wird jetzt zwangsläufig langsam, weil die jetzt echt hochschwanger ist.
Aber die sagt auch so, also dieses Entschleunigen ist wirklich Entschleunigen. Und das ist was, was ich jetzt in Brandenburg gefunden habe und was ich auf dem Boot erst recht immer haben will. Mhm. Also ich möchte nicht zittrig, ich bin aber auch so, ich fahre auch nicht mit dem Auto irgendwie 200 auf der Autobahn, weil mir das zu nervig ist. Dann bin ich irgendwie gestresst, dann komme dann durchgeschwitzt eine halbe Stunde früher, dann so fahre ich 120, 130 mit dem Tempomat drin und bin irgendwie eine halbe Stunde später da und bin völlig entspannt. Also, ja. So, das, ich habe diesen, ich finde, du bist jeden Tag so mit Terminen voll und hier auf der Messe nervt mich das schon wieder, weil ich müsste den noch besuchen, den noch besuchen, den noch besuchen. Dann bin ich jetzt dahin und den wollte ich um 12 treffen und ich würde so, Alter, Wahnsinn, was hier für, kommst du nichts? Das ist mir schon wieder zu viel. Mhm. Also, ich mache dann lieber echt wenig. Ja, das ist dafür richtig und das vielleicht wenig auch bewusster, Strecke. Ne? Ja, genau. Bewusster ist immer schön. Ja, genau. Wenn du so die Adler auch wahrnimmst, die über dir fliegen und so da im Branne, dann ist das schon toll. Oder einen Biber siehst und viele sehen das gar nicht, weil die zu sehr mit dem Handy-Display beschäftigt unter Umständen. Muss ich mal in die Schlei stellen, in Kappeln am ISC, wenn die Brücke aufmacht. Und die nach Süden wollen, die versuchen dann immer, die Daunisbrücke mitzukriegen in einer Stunde. Das geht echt nur, wenn du dich nicht an die Geschwindigkeitsregeln hältst. Mhm. Und ich glaube, die sehen nie was. Ich glaube, die haben noch nie irgendwie, dass da irgendwie ein rechtsschönes Haus steht oder so. Oder die ballern da durch, Hebel auf den Tisch und bloß nicht segeln. Und ach, scheiße, die Fähre kommt, so ein Mist, dann hupen sie da rum. Und es gibt auch welche, die habe ich schon mal mitgekriegt, dass jemand den Brückenwärter von Kappeln anmailt, dass er ETA irgendwie 14.15 Uhr ist. Hat er geantwortet, total geil, aber wir machen seit 400 Jahren um Viertel vor, es bleibt doch heute so. Also lass dir Zeit. Und nee, Hektik ist eh nie eine gute Idee, hektisch werden am Boot, am Bord. Vor allem, wenn es hektisch wird, also wenn es gerade, wenn du so miese Bedingungen hast, dann ist immer gut, wenn du langsam und bedacht die Sachen machst und nicht. Mir hat mal jemand gesagt, Hektik hilft nichts, nur früher losfahren. Und wenn ich nicht früher losfahren kann, dann mach halt eine Pause. Ne? Oder später ankommen, genau. Ja. Oder woanders hinfahren. Also, ja. Ich hab mir das Segeln nie klassisch gelernt. Ich habe bis heute noch keinen Schein. Da muss ich halt Vorträge irgendwie auf Messen über Einhand segeln, aber rein amtlich gesehen kann ich das gar nicht. Aber ist egal, ich kann alle Navigationsaufgaben, ich kann wirklich alles. Ich habe so total gut gepaukt mit zweimal Werbung, mit dieser App von segelfilme.de, diese SBF-Videokurs, echt cool. Letztes Jahr alles gelernt, weil ich da noch in Berlin lebte und dachte, gut, jetzt habe ich Torte und die lag auf dem Mögelsee, also im Köpenick. Ja. Und jetzt muss ich einen Schein machen, sonst darf ich da gar nicht segeln. Und wollte schon die Prüfung machen, wollte ich eigentlich letztes Jahr im Frühjahr machen. Und dann kam der Umzug dazu. In Brandenburg brauche ich jetzt keinen. Da kannst du scheinfrei segeln? Ja, segelst du scheinfrei, genau. Ich darf halt nur, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Ostsee will, darf ich in Berlin nicht die Segelluft ziehen. Nur auf dem Berliner Gewässer. Danach darf ich wieder. Ich darf nur auf dem Berliner Gewässer nicht segeln. Ja. Und wie durch ein Wunder hat dieses Boot von Einbaudiesel, im Fürstlichen und Nogherini, der hat 14 PS. Also genau unter den 15 PS. Das heißt, den darf ich auch fahren. Das heißt, ich brauche wieder keinen Schein. Warum erzähle ich das? Achso, weil mir Jochen bei diesem Filmerei hat, der mir das Segeln erzählt. Und Jochen ist jemand, dessen emotionale Ausstiege, sage ich mal, das sage ich ihm auch selber, nicht so groß sind. Für den ist immer alles, wenn was richtig scheiße ist, sagt er, ja, normal. Wenn was super ist, was dufte. Und so ist er auch auf dem Boot. Und Jochen und ich waren nach 6 Jahren, könnt ihr euch vorstellen, so ein total eingespieltes Team. Ja. Also eine Wende bei uns lief immer ab. Wollen wir eigentlich mal wenden? Oder ist jetzt in so eine Tonne gerade gewesen? Ne? Ja, dann lassen wir rumgehen. Wann? Ja, ich mach schon. Und so habe ich, also mit Reh und Contra, nee, Contra ist es, glaube ich, Skat, das habe ich nie gelernt. Und ich habe das total übernommen. Und Anja hat mir mal gesagt, irgendwie, als wir das erste Mal unterwegs waren, meinte sie so, das ist echt, weil die hatte vorher schon mal ein bisschen Segelerfahrung, die so, das ist echt anders mit dir, sag ich, warum? Weil du überhaupt nicht schreist. Ich schreibe nie rum auf dem Boot. Also auch wenn im Hafen was schief geht oder so, ist so. Ist so, ist eher ein Zauberwort auf Segeln. Dann, ja. So, und dann, wie gesagt, ich wollte ja eigentlich nur sagen, Hektik auf dem Boot macht, glaube ich, keinen Sinn. Auch, ich habe mich mal so dermaßen auf dem
auf die Fresse gelegt, weil ich beim Ablegen dachte, ich muss jetzt schnell nach hinten. Und bin dann irgendwie mit dem Fuß irgendwie in der Relingsstütze eingefädelt. Seitdem gehe ich nur noch langsam. Das geht viel besser, wenn du nicht rennst. Oder ich bin mal auf dem Kapokissen ausgerutscht im Cockpit, weil ich so hektisch irgendwie da was machen wollte. Kann auch schief gehen, ne? Ja, wenn du es mit Zeit machst, erstmal guckst, wo du hintrittst, ist echt super. Ja. Und es ist alles besser. Und abgesehen davon bleibst du auch beruhigter. Also du bist dann auch, glaube ich, ein bisschen klarer im Kopf. Mhm. Also so, das macht schon, glaube ich, echt Sinn. Aber ich bin auch gar nicht so ein mutiger Mensch, muss man sagen. Ich bin jetzt kein Draufgänger, ich bin eher ein vorsichtiger Typ und versuche mir ja nicht die Haxe zu brechen. Und eigentlich müsste ich ja immer ganz viel Angst haben oder so, aber habe ich eigentlich nie. Also ich habe schon Respekt, aber dann Ruhe bewahren. Also erstmal überlegen, auch beim Anlegen. Ich habe das irgendwie, mache das wahnsinnig gerne, dass ich immer eine Runde drehe durch den Hafen und mich dann vielleicht irgendwo festtüdel an so einem zwei Dalben längsseits und gucken wir erstmal an, wo ich eigentlich reinkomme, wo die Strömung ist und wie das eigentlich so geht. Ist die zu lang? Gibt es noch andere? Mhm. Und vor dem Hafen erstmal in Ruhe die Karre fertig machen, gucken, ob das da keine Masten mehr rumfahren, was da in Ruhe. Und also ich habe bisher noch keinen Steg kaputt gemacht und Boote so ein bisschen. Ja, das wahrscheinlich gehört bis zum gewissen Maß auch dazu, dass man mal eine Schramme reinfährt oder solche Dinge, ne? Ja, ja. Und jetzt so der Jollenkreuzer, es ist sensationell. Wenn du mit diesem schnellen Rumpf unterwegs bist, brauchst du halt immer mit modernen Booten, brauchst halt immer ein bisschen mehr Speed, um Ruderwirkung zu haben. Und Torte ist total geil. Also ich bin der langsamste Einparker der Welt. Der braucht wirklich 0,3 Knoten Fahrt und der reagiert wie eine 1. Also ich habe dieses Jahr, du hast ja da in diesem Revier manchmal auch keinen Tiefgang, dann, oh, warum stecke ich jetzt fest? Oh, das Schwert hängt fest, ne? Dann mache ich das Schwert hoch, den Ruder hoch und dann fährst du da wirklich mit einer Seelenruhe und kannst das Ding da rein fahren. Das ist echt super. Also ich kannte das Boot gar nicht, das ist echt mein, nach der ETAP, die bin ich aber nie alleine gesegelt, dürfte ich auch gar nicht, weil die hat 20 PS mit Boot drin. Das ist mein größtes Boot mit 8,35 Meter, der ist ein bisschen überlang. Hat der Bauer hat es innen drin mit dem Platz sehr gut gemeint, ist auch zu breit, die Karre. 2,65 hat der, also echt breit für den Jollenkreuzer. Und echt ein langes Ding schon und noch nie gefahren. Und ich kenne immer nur Außenborder, wo du noch irgendwie schön hinten, also außer bei der ETAP, die hat einen Innenborder, wo du Außenborder schön rangieren kannst und so. Das kenne ich immer, ich kannte das gar nicht dieses Jahr, aber ich habe nicht einmal einen Dalben gerammt oder so, weil du mir so viel Zeit lassen kannst, auch bei Wind. Also, muss ja nicht schnell sein. Geht schon gut. Hier sind viele Leute, ne? Jetzt sind da viele Leute und vor allem auch laute Leute. Ja. Ja. gut, dann lass uns mal vielleicht zum Ende kommen. Ja. Ganz kurz noch, wenn man einen Turnführer von dir haben möchte. Ja. Oder möglicherweise das Buch über den Turn nach London. Wo kann man die denn am besten bekommen? Im Top-Fachhandel. Ich verkaufe auch am Buchhändler. Ich bin ja selbst Verleger jetzt. Ich habe eine eigene Website, die heißt bodensbücher.com, also Bücher mit UE. Da kriegst du die signiert, da kannst du eintragen mit persönlicher Widmung, da trage ich dann Namen ein. Also gib mir einen Namen und einen Bootsnamen, dann mache ich da was draus, auch eine kleine Zeichnung manchmal rein. Und ansonsten bei Amazon Stefan Boden eingeben, Stefan mit PH, Boden wie der Boden. Und dann siehst du da eigentlich meine ganzen Bücher. Das sind ja alle. Stefan, vielen Dank für deine Zeit hier so spontan auf der Boot. Ja, gerne. Hat ganz viel Spaß gemacht mit dir. Und ja, vielleicht demnächst mal auf der Ostsee auf dem Wasser. Dieses Jahr ist Makani auch mal da. Ihr werdet mich sehen, wenn ihr mich überholt. Und viel Spaß beim Turn, ne? Ja, vielen Dank. Haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, ne? Ja, du, ja. Mal nächstes Mal. Machen wir mal ein Spezial über Ostsee-Turn. Ja, genau, super. Alles klar. Danke dir. Gerne. Ja, was für ein großartiges Interview, was für ein wunderbarer Gesprächspartner. Und ja, das wurde dann relativ schnell, relativ laut im Pressecenter auf der Boot 2020. Ja, mittlerweile haben wir es Dezember 2020. Ich bin ein bisschen spät dran mit der Veröffentlichung, zugegeben. Eine seltsame Segelsaison liegt hinter uns. Wir waren durch die aktuellen Ereignisse rund um den Coronavirus ziemlich ausgebremst. Viele Länder haben ihre Grenzen verschlossen, manche gar nicht mehr aufgemacht. Jetzt mittlerweile
sind die Maßnahmen nochmal verschärft. Alles irgendwie seltsam dieses Jahr. Und überall, wo man sich über das Segeln und das Leben auf dem Wasser unterhält, schwingt so die Hoffnung mit, dass 2021 wieder besser wird. Ich bin da auch ganz sicher, dass wir das nächste Jahr wieder auf eine etwas freiere und ja, schönere Weise verbringen können als dieses Jahr. Und ja, ich bin gespannt, was noch so kommt. Im Moment haben alle ihre Boote im Winterlager, zumindest diejenigen, die in Nordeuropa mit dem Boot unterwegs sind. Viele haben ihre Boote auch an Land gestellt. Einige verbringen ihre Winterlager im Wasser. Was machst du im Winterlager? Hast du ein eigenes Schiff? Wie verfährst du da? Schreib mir doch mal in die Kommentare, wie dein Winterlager dieses Jahr verläuft. Und vielleicht hast du schon Pläne für das nächste Jahr. Vielleicht gibt es schon eine Turnplanung. Vielleicht hast du schon so ungefähr eine Ahnung, was nächstes Jahr auf dem Wasser für dich so passieren soll. Das würde mich sehr interessieren. Da würde ich mich echt über Kommentare freuen. Das wäre super. Immer auf der Webseite bei den Shownotes kannst du deinen Kommentar hinterlassen. Und ja, da können wir uns mal austauschen. Auch für Makani steht eine neue Segelsaison ins Haus und ich möchte auf jeden Fall im nächsten Jahr deutlich mehr segeln und ich möchte nächstes Jahr deutlich mehr in die Ostsee. Der Turnplan 2020 ist aus naheliegenden Gründen, aber auch aus nicht ganz so naheliegenden Gründen, ja, gescheitert. Ich habe das Ganze umwerfen müssen und habe aber dann eben improvisiert und war eher im Umfeld von Hooksiel, dem momentanen Heimathafen von Makani, unterwegs. Wir waren einmal über 2 Wochen in der Ostsee und das war das Segeljahr 2020 für Makani. Das soll nächstes Jahr anders werden. Ich möchte nächstes Jahr auf jeden Fall mehr und länger in die Ostsee fahren. Möchte mir auch mal, sofern das dann wieder möglich ist, Dänemark und Westschweden anschauen. Und möchte das Ganze vielleicht auch etwas spontaner gestalten. Das sind die Pläne für Makani nächstes Jahr. Zumindest mal so der grobe Umriss. Für diejenigen, die kein eigenes Boot haben, denen sei zum einen der Podcast, aber auch zum anderen die Dienste von unserem lieben Podcast-Kollegen Ümit Uzun ans Herz gelegt. Der Ümit betreibt auch einen Podcast. Der Podcast heißt genauso wie sein Unternehmen, nämlich Charterbar Yachting. Und er ist eine Charteragentur, die sich darum kümmert, den Kunden das richtige, adäquate Boot im Wunschrevier zur richtigen Zeit angedeihen zu lassen und gibt hier sowohl im Podcast als auch in seinem wirklich toll gemachten, in seiner toll gemachten Broschüre wunderbare Reviertipps für alle erdenklichen Reviere. Es ist eine klare Empfehlung, da drüben mal reinzuhören bei Ümit und unter Umständen auch mal seine Dienste in Anspruch zu nehmen oder eine Anfrage dorthin zu schicken. Ich denke, das kann sich auf jeden Fall lohnen. Gerade in diesen etwas unbeständigen Zeiten ist die Beratung von jemandem, der sich damit auskennt, sicherlich eine gute Idee. Und ja, wer es noch nicht weiß, wenn du über eine Agentur dein Segelschiff buchst, bezahlst du auf keinen Fall mehr, denn Ümit erhält für seine Dienste seine Provision von den Vercharterern und du hast dadurch keinen finanziellen Nachteil, sondern nur eine Menge Vorteile, weil du dich auf die Expertise einer erfahrenen Yachtcharteragentur verlassen kannst. So, das soll es aber jetzt erstmal gewesen sein für dieses Mal. Ich freue mich, dass wir jetzt wieder so ein bisschen ins Podcasten reinkommen und wenn du keinen unserer Podcasts verpassen möchtest, dann kannst du den Glückspiraten Segeltalk kostenlos abonnieren. Das kannst du zum Beispiel tun bei Apple Podcasts. Du kannst es über einen Podcatcher deiner Wahl machen. Der Podcatcher meiner Wahl heißt Overcast, den benutze ich auf einem iPhone und der funktioniert wirklich ganz hervorragend und bietet noch ein paar schöne Zusatznutzen an. Und wenn du sowieso schon dabei bist, unseren Podcast zu hören, dann geh doch mal rüber zu Apple Podcasts oder zu der Plattform deiner Wahl, vielleicht ist es auch Spotify, und gib uns eine Bewertung. Gerne auch 5 Punkte oder 5 Sterne, die nehmen wir natürlich immer gerne.
Und das bringt uns auf jeden Fall als Podcast weiter und es macht andere Segler auf diesen Podcast aufmerksam. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen informieren und wir wollen eben an die breite Seglergemeinschaft und damit so viele Menschen erreichen wie möglich. Genau, ja, dir wünsche ich auf jeden Fall jetzt erstmal noch viel Spaß bei allem, was du tust, vornehmlich natürlich auf dem Wasser. Ich denke, unsere gemeinsame Vorfreude gilt der nächsten Saison und ja, darauf können wir uns jetzt erstmal alle gemeinsam freuen und wir hören uns beim nächsten Mal auf diesem Kanal. Bis dann, tschüss. Toll, dass du auch heute wieder bei unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de. Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.